Sag, möchtest du einen Tee mit mir trinken? Ich könnte dir doch jetzt, wo wir es so gemütlich haben, eine Drachengeschichte aus meinem Buch vorlesen. Magst du? Fragte der Drache. Das ist sehr lieb von dir, aber das müssen wir auf morgen verschieben. Ich muss jetzt wieder ins Dorf zurück, bevor sich die Menschen Sorgen um mich machen. Es ist schon dunkel, aber morgen komme ich bestimmt wieder. Ich bringe dir auch einen schönen großen Apfel mit und freue mich schon auf dich und deine Drachengeschichte, sagte Karl, packte seinen Rucksack auf den Rücken und trat den Heimweg an.